Anfang November galt die Aufmerksamkeit dem weiblichen Rehwild. Gemeinsam mit den Mitjägern ging es auf einen Gemeinschaftseinsatz. Damit das weibliche Rehwild möglichst langsam und schonend auf die Läufe gebracht wird, gehen nur einige wenige Treiber ruhig durch die wenigen Einstände, welche dem Rehwild in einer Feldjagd zur Verfügung stehen. Am Nachmittag hätte es dann fast gepasst, aber eben nur fast. Ich habe mich in dieser Situation gegen eine Schussabgabe entschieden, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen standen die Rehe für mich nicht richtig breit, sodass an einen sicheren Schuss nicht zu denken war. Außerdem waren Treiber im Hintergrund unterwegs. Eine Schussabgabe in die Richtung der Treiber verbietet sich dann, auch wenn diese noch viele hundert Meter entfernt sind. Natürlich beobachtete ich das Rehwild zu meiner Rechten sehr aufmerksam und bemerkte nicht, dass auf der linken Seite eine Ricke in die Fläche zog. Als ich die Waffe hochnahm, sprang die Ricke ab. Wenige Minuten, nachdem die Treiber an der Stelle vorbeigezogen waren, kehrte das Rehwild zurück und genoss die letzten Sonnenstrahlen der Abendsonne.
Mitte November ging es dann zur Drückjagd nach Ennepetal. Bereits beim Beziehen des Standes duckte sich diese Ricke nicht weit von mir entfernt in einer kleinen Senke auf dem herbstlichen Waldboden. Ich konnte die Ricke bestimmt 15 Minuten beobachten. Nachdem Reinicke sich heimlich aus dem Treiben verdrückt hatte, sprang die Ricke ab. Der Grund waren die laut jagenden Hunde, die wenige Sekunden später in hohem Tempo an meinem Stand vorbeizogen. Im Januar 2020 ging es dann noch einmal zur Drückjagd nach Fürstenwalde. Der Tag begann regnerisch und im ersten Treiben hatte ich keinen Anblick. Das zweite Treiben begann vielversprechend, denn die Sonne konnte sich durch die dichte Wolkendecke kämpfen und es hörte auf zu regnen.
Nachdem die Treiberwehr zweimal meinen Stand passiert hatte, lehnte ich mich entspannt zurück und dachte an die letzte Treibjagd im heimischen Revier mit einem etwas unerwarteten Ende. Der immer dichter werdende Nebel an diesem Tag führte zum Abbruch der Jagd und bei mir zu leichten Orientierungsschwierigkeiten. Los! Hopp, 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 hopp! Hahn! Hahn nach vorne! Geh da rüber. Hopp, 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 hopp. Ob man es auf der Kamera sehen kann, aber da hinten ist ein Trecker. Stopp! Die Langeweile kurz vor Ende der Drückjagd ließ mich unaufmerksam werden und so überrollte mich die folgende Situation völlig unerwartet. Sau kann immer kommen, auch kurz vor Ende der Drückjagd. Schießfehler und die große Aufregung in der Situation führten dazu, dass ich ohne eigene Beute zum Streckenplatz zurückkehrte. Die Nachsuche mit einem Schweißhund, welche bei jedem Schuss auf das Wild durchgeführt wird, bestätigte, dass ich und mein Standnachbar vorbeigeschossen haben und damit die Sauen mit dem Schrecken davongekommen sind. Mein Nachbarn, der ist so ein Brombeerfeld. Ja. Entweder war das immer wieder das Gleiche oder es waren drei verschiedene. Auch am zweiten Tag der Drückjagd sollte sich bei mir kein Jagderfolg mehr einstellen. Schade. Ich werde es im nächsten Jahr wieder versuchen. Zwar konnte ich bei dieser Jagd keine Beute mit nach Hause nehmen, doch die Bilder, die ich euch hier zeigen möchte, waren für mich eine besondere Erfahrung. Dies konnte ich in freier Natur noch nie so beobachten. Wie Biber die Landschaft verändern, das ist schon etwas Einzigartiges. Neben den Biberburgen, die hier in Kanälen angelegt sind, kann man sehen, wie die Biber sehr große Bäume fällen und das ist etwas Faszinierendes, was ich so noch nie beobachten konnte.
Auch zur modernen Jagdausübung gehören die Tradition und das jagdliche Brauchtum dazu. An beiden Tagen begleitete die Jagdhornbläsergruppe Rabenhorst die Jagd mit ihren Jagdhörnern musikalisch. Der letzte Flock für dieses Jagdjahr. Die Jagdsaison geht dem Ende zu. Am 1. Mai geht der Bock auf und alles geht wieder von vorne los. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei, meine Videos anzuschauen. Und ich konnte euch mitnehmen auf ein paar spannende Jagderlebnisse. Auch wenn es nicht immer geklappt hat, einzelne Jagderlebnisse mit der Kamera festzuhalten, so glaube ich doch, dass ich euch mit dem ein oder anderen Video begeistern konnte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, einen freundlichen Kommentar und vielleicht sogar ein Abo. Macht's gut und Weidmannsheil! Thank you.